Mit ihr verpflichtete der USC Münster im Vorfeld der Saison eine Nationalspielerin, die schon 54 Mal für Deutschland aufs Feld durfte. Und gerade deswegen ruhen auf Nadja Schaus in Münster auch große Hoffnungen. Doch in dieser Saison soll es eine Mischung aus Erfahrung wie bei den Routiniers Ines Barton und Linda Dörendahl und den jungen Wilden werden. Und eine ist davon Irina Kemsis, die gerade erst mit Leonie Schwertmann, Wiebke Silge und Aljoscha Osowski von der U23-WM aus Mexiko zurückgekehrt war. Am Mittwochabend zum Bundesliga-Auftakt waren also alle Spielerinnen an Bord. Gegner im Volleydom zu Münster, die Volley-Stars Thüringen aus Suhl, die in der vergangenen Saison noch unter dem Namen VfB Suhl an den Start gingen. Knapp 1000 Zuschauer wollten sich diese Partie nicht entgehen lassen. Sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. Münsters Trainer Axel Bühring musste vor Saisonbeginn ein fast neues Team zusammenbauen und neue Hierarchien innerhalb der Mannschaft schaffen. Und zu Beginn ließ ihn diese Mannschaft ein ums andere Mal jubeln. Der erste Satz recht ausgeglichen mit kleinen Vorteilen für den Gast. Und letztendlich war es Suhl, die diesen Durchgang mit 25-22 für sich entscheiden konnten. Satz 2 war zu Beginn ein wahres Fiasko für den USC. Mit 5-14 schenkten die Unabhängigen förmlich alles ab. Doch dann kam ein riesiger Kraftakt der Grünen. Beim Stande von 31-30 gab es Satzball für Münster. Thies von Pickertz besorgt den Rest. Der USC glich zum 1-1 aus. Durchgang 3 ging mit 25-19 wiederum an die Volleystars Thüringen. Der USC musste im vierten Satz nun volles Risiko gehen, um diese Partie noch einmal herumzureißen. Und das junge Heimteam besaß richtigen Mut und Nerven wie Drahtseile. 4-2, 7-3 und 15-6 fegte Münster durch den Satz. Die letztendliche Erleichterung besorgte Ashley Benson. Mit 25-15 holte der USC Münster diesen Durchgang und mindestens den ersten Punkt in dieser Saison. Das riss auch Bürgermeister Markus Lewe von seinem Stuhl. Nun also der Satz-Tiebreak und hier bekamen die Zuschauer noch einmal alles geboten, was der Volleyballsport zu bieten hat. Münster lag mit 0-3 hinten, doch das junge Team stand auf, ging mit 6-3 und 8-6 in Führung. Beim Stande von 14-11 hieß es Matchball für Münster und die Gäste beendeten diese Partie mit einem Fehler selbst. Der USC dreht das erste Saisonspiel und gewinnt verdient dank einer kämpferisch außerordentlichen Leistung gegen die Volleystars Thüringen. Und mit so einem Sieg gingen die begehrten Autogrammwünsche natürlich nach der Partie noch viel leichter von der Hand. Die Spielerinnen und Fans waren im Einklang restlos begeistert. Es war super spannend. Wir haben unheimlich gekämpft, haben uns im zweiten besonders zurückgekämpft, wo eigentlich alle schon gedacht haben, dass der Satz weg ist. Und das hat uns wirklich aufgebaut und ich bin sehr zufrieden mit diesem Spiel heute. Also es ist schon überraschend, dass wir dieses Niveau spielen können. Vielleicht ausgenommen ein bisschen den dritten Satz. Haben wir auch im ersten Satz haben wir schon ein sehr, sehr gutes Niveau gespielt. Wir haben dieses System noch nicht so oft geübt und deshalb bin ich schon einigermaßen überrascht, wie gut die Mädels das gemacht haben und dass wir dann drei Sätze gewonnen haben.